Liebe Pfarrbrüder, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich befinde mich hier aktuell in Frankfurt am Main. Frankfurt ist mit etwa 800.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Wie ihr hinter mir sehen könnt, reiht sich hier ein Wolkenkratzer an den nächsten. Das ist ein Teil Frankfurts. Ich möchte euch aber einen ganz anderen Teil Frankfurts zeigen. Ein Ort des vollkommenen Friedens und nur wenige Kilometer von hier entfernt. Aber seht selbst. Der Ort, den ich gemeint habe, ist die kleine Nu-Moschee im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Als gebürtiger Frankfurter gehe ich schon seit frühesten Kindertagen in diese Moschee ein und aus. Und zu jeder Tageszeit finde ich hier meine Ruhe vor dem hektischen Alltag. Allah sagt im Heiligen Koran, im Gedenken Allahs ist das Herz in Trost finden können. Der zweite Khalif, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud R.A. erklärte uns diesen Vers, indem er sagte, dass sobald jemand Allahs gedenkt und an seine grenzenlosen Kräfte glaubt, kann er allerlei Schwierigkeiten besiegen. Sein Herz wird ihn trösten, indem es ihm sagt, warum sollte ich mich betrüben? Ich habe einen allmächtigen Gott. Er wird sicherlich alle meine Schwierigkeiten beseitigen. Solche Gedanken führen zum seelischen Frieden. So, wir sind hier jetzt an der Nu-Moschee in Frankfurt. Und die Nu-Moschee ist die zweitälteste Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Sowohl der dritte, der vierte als auch der fünfte Khalif waren hier schon zu Besuch. Und auch vor Jahrzehnten fand hier das nationale Ijtema der Hudamul Ahmadiyya und der Atfalul Ahmadiyya statt. Da waren wir Atfal noch nicht mal geboren. Ich habe mit dem lokalen Guide gesprochen und er hat mir gesagt, dass die Nu-Moschee schon fast für das lokale Ijtema dieser Majlis zu klein ist. Das muss man sich mal vorstellen. Phir jo tarakki karne wali qaume hoti hain, tarakki karne wali jamaatein hoti hain, wo ek nasl ke chale jane ke baad wahi khadi nahi ho jaya karti, balki unke kadam aage badhte hain aur wo kadam aage nahi badh sakte jab tak bacche apni zimmedariyan nahi samajhte. Jab 12 saal ki umar ke bacche, 13 saal ki umar ke bacche, 10 saal ki umar ke bacche apne maqsad ko nahi samajhte. بس آپ لوگ جو کہنے کو تو آج بچے ہیں لیکن آپ کے چہروں میں ہی مجھے آئندہ کے مستقبل کے لیڈر نظر آ رہے ہیں. جماعت کو سنبھالنے والے وہ عہدیدار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالی پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کو میں کردار ادا کرنا ہے. Liebe Brüder, nun bin ich an dem Ort angelangt, wo das diesjährige Salana Ijtema 2019 stattfinden wird. Die Hudamul Ahmadiyya hat nicht nur irgendeinen Ort ausgesucht für dieses besondere Ereignis, nein, sie haben gleich ein ganzes Stadion und einen Festplatz gemietet. Hier, wo normalerweise die Leute zusammenkommen, um den weltlichen Zwecken nachzulaufen, treffen wir uns Hudam und Atfal-Brüder aus ganz Deutschland, um die größte Moschee in der Umgebung zu bilden und spirituell weiterzuentwickeln und ganz nach dem göttlichen Gebot wetteifert miteinander in guten Werken, uns in Sport- und Wissenswettbewerben zu messen. Seid dabei am 23., 24. und 25. August und freut euch auf ein großartiges Ijtema, inshallah.